Die beste Methode, die Seelen zu farmen momentan für das Haunting Event in Call of Duty, ist es, das Spiel ganz normal zu spielen und zu genießen. Ihr bekommt sehr viele Seelen und wenn ihr genug Runden spielt, dann kommt das mit den Seelen praktisch ganz von alleine. Jetzt ist es trotzdem so, dass viele natürlich wenig Zeit haben und versuchen effizient und effektiv die Seelen zu farmen in der Zeit, wo sie eben die Seelen holen können, wo sie zocken können. Und da ist jetzt die Frage, was ist am besten, um die Seelen zu farmen? Wir haben jetzt die Top 3, wir haben das heute im Livestream getestet, wir haben viele, viele, viele Methoden getestet und ich glaube, wir haben eine ganz gute Übersicht. Aber eine Sache vorneweg, was nicht in den Top 3 ist, und das ist komischerweise die DMZ, die normalerweise sehr, sehr stark bei solchen Events ist. Und zwar ist das so, dass ihr zwar genug Seelen bekommt, das sind 16 Seelen pro Map. Ihr könnt zum Beispiel auf Al-Masra gehen und dort 16 Seelen holen. Leider dauert es sehr, sehr lange, über normale Gegner die Seelen zu holen. Selbst mit der M4, mit der Eventwaffe, wo ihr 2 Seelen pro Gegner bekommt, dauert es super lange, weil die Spawnrate so gering ist für diese Seelen. Ihr müsst also theoretisch direkt zu einem Boss gehen, da ist der einfachste Boss momentan das Sumpfmonster. Sumpfmonster legen, da die Seelen holen und dann ist der Trick nicht rauszugehen, sondern in den Koschek-Komplex zu gehen. Ihr geht also in den Koschek-Komplex und dann geht der Counter wieder auf 0. Die 16 Seelen, die ihr geholt habt, werden euch gut geschrieben und ihr könnt im Koschek weitere 16 holen, direkt rausgehen. Und dann habt ihr sozusagen bis zu 32 Seelen gefarmt. Das Problem ist, dass selbst den Sumpfmonster zu killen, erstmal nicht konsistent genug ist. Also es kann ja immer mal passieren, dass ihr sterbt und habt ihr Zeit verloren ohne Ende. Und auch wenn ihr effektiv das Sumpfmonster farmt oder auf anderem Wege die Seelen holt, braucht ihr mindestens 10 bis 15 Minuten, um das Ganze abzuschließen. Plus nochmal die Runde dann im Koschek-Komplex. Es ist einfach so, dass es zwar eine gute Methode ist, aber sehr, sehr, sehr lange braucht. Deswegen jetzt die drei zeiteffektivsten, Achtung, Achtung, zeiteffektivsten Methoden, um Seelen zu farmen. Methode 1 ist der Multiplayer. Ja, hier geht's los mit Shipment. Also die, die den Multiplayer-Modus haben, können hier loslegen. Es ist eine sehr, sehr einfache Methode. Wir gehen hier rein und sammeln von den Gegnern 2 Seelen pro Kill. Achtung, jeder Gegner lässt nur einmalig 2 Seelen fallen. Das heißt, wir müssen praktisch jeden Gegner einmal getötet haben. Und das Coole ist, wir müssen sie gar nicht selber killen. Das heißt, wenn ein Gegner vor euren Augen down geht, warum auch immer, dann könnt ihr hingehen und einfach die Seelen aufheben. Also die Gegner lassen immer die Seelen fallen für euch, solange ihr die Seelen von diesem speziellen Gegner noch nicht gesammelt habt. Jetzt ist es so, dass diese Runden im Multiplayer-Modus, egal was ihr spielt, Multiplayer darf nicht beendet werden, bevor sozusagen die Runde regulär beendet wurde. Das heißt, ihr geht rein und ihr müsst euch darauf einstellen, die Runde komplett durchzuspielen. Das ist nämlich das Problem hier bei der Sache, was sonst die... Es wäre hier so schnell, diese Seelen zu farmen, aber dadurch, dass die Runde immer zu Ende gespielt werden muss, dauert es leider etwas länger. Warum ist es trotzdem in den Top 3? Nun, zum einen ist es relativ einfach, die Gegner zu killen und die Seelen zu holen. Zum anderen ist es so, man kann es auch mit anderen Dingen verknüpfen. Ihr könnt hier Camos freischalten, zum Beispiel Polyatomar, Tarnungen, wo ihr noch Headshots braucht oder einfache Goldtarnungen dreimal killen. Was mir persönlich jetzt auffällt generell im Multiplayer ist, wenn ich Seelen farme, ich weiß nicht, wie es euch geht, würde mich mal interessieren, also wenn ich in ein Multiplayer-Match reingehe, um Seelen zu farmen, spiele ich erstmal anders. Das ist total komisch, weil ich eben weiß, dass ich diese beiden Seelen haben will, bis ich von jedem Gegner einmal die Seelen eingesammelt habe. Und sobald ich die Seelen eingesammelt habe, von allen Gegnern, ändert sich mein Spielstil komplett. Keine Ahnung, das ist irgend so ein komischer psychologischer Effekt. Also dann spiele ich komplett anders und viel, 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 viel besser, obwohl es dann eigentlich nicht mehr notwendig ist. Ja, auf jeden Fall ist es ganz cool. Ich mache den ersten Teil also dann mit Seelen sammeln und den zweiten Teil dann zum Beispiel für die Camo oder für Punkte oder irgendwas. Achtung, Achtung! Wem es auffällt, ich spiele keine Killstreaks. Also ich benutze keine Drohne, keinen Jet, kein Helikopter, gar nichts. Das hat einen Grund, nicht weil ich es vergesse, sondern ich versuche einfach nicht so viele Punkte zu sammeln. Es ist ja so, wenn du immer wieder in die Runden reingehst, das SMM kickt ziemlich hart, also die Gegner werden immer nach deinem Skill gematcht. Es ist so, dass man trotzdem immer maximal Leistung geben kann, aber ich persönlich finde, die Killstreaks zusätzlich einzusetzen, ist einfach unnötig, weil es mir immer mehr Punkte gibt, meine Wertung immer weiter steigern lässt. In dieser Runde hier zum Beispiel bin ich sowieso auf Platz 1 in diesem Beispiel. Ich meine, was soll ich jetzt 200 Kills farmen? Es bringt mir gar nichts. Also lasse ich diese Killstreaks einfach stecken, was dafür sorgt, dass ich nicht mit zu krassen Gegnern gematcht werde in der Folgerunde. Also die Gegner werden entsprechend meinem Niveau angepasst, aber es ist halt nicht komplett übertrieben. Also mit anderen Worten, ich fühle es nicht, dass ich hier 1 Million% geben muss, wenn doch, sagen wir mal, 70% komplett reichen, um eine schöne und angenehme Runde zu haben und alle Aufgaben zu erfüllen, die man in der Runde machen will. Auf Platz 2 ist der neue Modus, die Abriegelung.
Ich finde das persönlich sehr, sehr schade, dass das nicht auf Platz Nummer 1 ist, weil ja, hier muss man sich anstrengen, hier muss man tatsächlich 100% geben. Hier gibt es keine Ausreden. Also erstmal wählt man ein Waffensetup aus. Ich habe hier ein normales Battle Royale Setup mit der Geist und der Lachmann. Das ist eine sehr, sehr schöne Kombo. Außerdem, was man hier auch sehr geil spielen kann, ist das Wurfmesser für die schnellen Kills. Ja, und dann geht's los. Das Ganze findet auf Wandel statt, was erstmal cool ist, dass wir hier auch Wandel spielen können bei Nacht. Und es geht hier wirklich nur darum, Gegner zu killen. Und zwar ist es so, dass jeder Gegner auch hier wieder 2 Seelen fallen lässt. Und ihr habt ein maximales Cap von 16. So, das Schöne ist jetzt, in jedem einzelnen Battle Royale Modus, egal welcher Battle Royale Modus es ist, behaltet ihr eure Seelen, wenn ihr die Runde verlasst. Im Gegensatz zum Multiplayer. Das heißt, wenn ihr euer Cap erreicht habt, in dem Fall von 16, könnt ihr das Spiel beenden und rausgehen. Und das macht diese Runden so unglaublich effektiv. Jetzt ist es so, dass hier im Abregelungsmodus das Ganze auf sehr, sehr, sehr kleinem Raum stattfindet. Das heißt, ihr kommt hier rein und es wird direkt geballert. Im Grunde genommen ist das hier das Shipment vom Battle Royale. Das Coole ist, dass natürlich die Battle Royale-Regeln gelten, also entsprechend die HPs und die Dreierplatten und. Das heißt, man kann hier auch super PvP üben. Gerade in Ausblick vielleicht darauf, dass in der MWZ bald der PvP komplett weg sein wird, was sehr, sehr traurig ist, ist sowas hier vielleicht nochmal ganz schön, um sich abzureagieren. Man kann hier gut trainieren, man kann hier gut üben, man kann seinen Skill testen und steigern. Also es ist sehr effektiv für einen selbst, aber ich sag euch ganz ehrlich, es ist auch mega anstrengend. Wir haben das im Stream 1 Stunde lang durchgezogen und ich war danach schon ein bisschen groggy. Also du bist die ganze Zeit auf Hochspannung, wenn du dich 100% konzentrierst, das geht gar nicht, aber man merkt schon, dass es schlaucht. Also ich würde vorschlagen, so lange wie möglich diesen Modus zu machen. Er bringt sehr viel, er gibt euch Seelen und auch ganz wichtig, mir ist sehr oft passiert, dass ich meine 16 Seelen bereits voll hatte und dann nicht rausgegangen bin. Ich habe es einfach nicht gesehen. Du bist voll drin im Spiel und denkst nur so, ah, was geht, wo sind die Gegner? Und plötzlich merkst, oh, ich bin schon längst bei meinen 16 Seelen angekommen. Also hier ein bisschen darauf achten, dass ihr auch bei 16 Seelen dann entsprechend rausgeht und direkt eine neue Runde startet. Denn nur so kommt ihr dann auf vernünftige Zeiten. Wir reden hier ungefähr, oh stopp, Achtung, ungefähr von, sagen wir mal, 2,5 bis 5 Minuten, bis ihr die 16 Seelen voll habt. Das ist eine sehr effektive Zeit. Das ist eine gute Seelen-pro-Minute-Verhältnis. Und es ist auch noch effektiv. Wie gesagt, man kann seinen Seelenfarm auch sinnvoll einsetzen hier. Aber ja, es schlaucht. Deswegen kommen wir zu Platz Nummer 1. Und das ist ein Modus, der überhaupt nicht schlaucht. Und das ist Zombie Royale. Ja, ist komisch, das ist der neue Modus. Auch hier wählen wir wieder unsere Waffen aus. Auch hier spiele ich das mit der Geist, also der TR-76 und der Lachmann MP. Also irgendein Battle Royale Setup. Im Gegensatz zum anderen Modus, zum Beispiel ein Messer und so weiter, ist völlig egal, je nachdem, wie ihr spielt natürlich. Aber wenn es nur um die Seelenfarm geht, dann braucht ihr das alles nicht. Ihr geht nämlich hier in die Runde rein und sucht euch dann euer Ziel aus. Und zwar ist es so, je nachdem, welche Map ihr spielt, habt ihr ein anderes Ziel. Für Al-Masra nehmt ihr das Observatorium. Da ist es so, dass ihr dort in den Untergrund geht und da unten die Kisten öffnet. Das ist nämlich der Trick in der Sache. Und zwar, ihr startet erstmal als Mensch und fliegt Richtung Observatorium. Dann werdet ihr sozusagen an der Randzone durch das Gas getötet. Wacht wieder auf als Zombie und als Zombie seid ihr komplett immun gegen das Gas. Ihr könnt dann mit den großen Sprüngen den Weg überbrücken in diesen Untergrund unter dem Observatorium und könnt dann sozusagen euch die ganze Runde Zeit lassen, diese Kisten zu farmen. Jetzt geht es natürlich darum, dass ihr das effektiv macht und deswegen gehen wir auch ins Observatorium, weil hier alle Kisten auf einem Haufen liegen. Ihr könnt Kiste farmen. Ein Beispiel hier war schon jemand vor mir da und trotzdem komme ich sehr, sehr, sehr gut an die Kisten ran. Ist überhaupt kein Problem, sehr schnell an diese 16 Kisten ranzukommen. Danach beendet ihr die Runde und startet eine neue Runde. Momentan ist es so, dass Zombie Royale in der Rotation ist. Das bedeutet, ihr spielt abwechselnd Al-Masra und Wondead. Auf Wondead ist es ein bisschen schwerer, finde ich, in der kurzen Zeit an alle Kisten zu kommen. Als guter Punkt hat sich so ein bisschen die üblichen Hotspots herausgestellt. Also zum Beispiel Castle, da sind sehr, sehr viele Kisten, wo ihr Seelen farmen könnt. Der Zoo, das Aquarium, das Cruise Terminal und. Also alle die Gebäude, wo ihr normalerweise einen Schlüssel braucht in der DMZ, um reinzukommen, sind hier sehr, sehr effektive Gebäude, weil es hier sehr viele Kisten gibt. Lasst euch nicht zu lange aufhalten, nicht zu lange nach der letzten Kiste suchen, sondern wenn ihr genug Kisten habt, geht einfach raus, stürmt in die nächste Bude, stürmt auf die Straße, es sind überall Kisten. Versucht nicht zu lange nach einer Kiste zu suchen, sondern geht lieber raus und farmt dann weiter, damit ihr schnell und effektiv über dieses Kistenfarmen
an die 16 Seelen kommt. Auch hier wichtig, außerhalb der Zone zu bleiben. Also sobald ihr ein Zombie seid, ihr seid immun, schön außerhalb farmen, da habt ihr eure Ruhe, könnt schnell die Dinge abfarmen. Nebenbei kann man hier einen Film gucken, ja, oder YouTube-Videos oder einen Stream schauen, ist total tiefenentspannt. Das ist das Schöne, das kann auch das Langweilige sein. Also das ist wirklich sehr effektiv, aber auch es bringt einem im Endeffekt gar nichts, außer dass man halt diese Seelen farmt. Ein wichtiger Hinweis hier noch, wenn ihr Zombies tötet, die Zombies selber bringen auch Seelen. Also sobald der Zombie-Ausbruch startet, ist es wichtig, auch die Zombies zu legen. Wenn ihr ein Mensch seid, könnt ihr das machen. Wenn ihr ein Zombie seid, könnt ihr keine anderen Zombies legen, das geht nicht. Aber Zombies killen bringt auch sehr, sehr oft eine Seele und damit könnt ihr noch schneller eure Seelen farmen. Das ganze Haunting-Event, also das Seelensammel-Event sozusagen, geht nur noch bis zum 5. November. Also die ganze Aktion geht nicht so lange, wenn das ich total krass finde, weil die Entwickler so viel Aufwand reingesteckt haben in diesen Modus, in dieses ganze Event. Und es geht insgesamt nur 20 Tage, endet also am 5. November. Bis dahin solltet ihr also spätestens eure Seelen haben. Denkt dran, zum Ende des Events ist es ja meistens so, dass nochmal ein Doppel-Farm-Event eintritt. Also ihr könnt vielleicht dann doppelt oder vielleicht sogar dreifach so viele Seelen farmen. Also das ist nochmal nicht zu unterschätzen. Gerade wer noch Seelen braucht zum Ende hin, wird dann nochmal einen Bonus haben. Hoffe ich zumindest, war bisher in der Vergangenheit jedenfalls immer so. Leute, ich wünsche euch viel Spaß beim Seelenfarmen. Ich sage an dieser Stelle tschüss, auf Wiedersehen, hasta luego und hasta la vista. Ciao, ciao, ciao.